Ob über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen, die Partnersuche findet für viele Menschen im Netz statt. Denn glaubt man der Dating-App Tinder, ist der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer auf der Suche nach der großen Liebe. Unter dem Namen Dorian Prieto lacht er von mehreren Bildern, auf denen er mit seinem Hund zu sehen ist. Wieder einmal haben Love-Scam-Betrüger Bilder des Politikers für ihre kriminellen Zwecke ausgewählt. Wieder einmal wollen sie die Herzen und Geldbörsen der Damenwelt erobern. Hofer ist dabei ihre Fassade. Schon im August des Vorjahres gab es ein gefälschtes Facebook-Profil mit Norbert Hofer als Profilbild. Damals traten die Kriminellen unter dem Namen Erik Marcel auf. Die Bilder stammen von tatsächlichen Social-Media-Accounts von Hofer. Sie wurden einfach heruntergeladen. Die Fans in den Kommentaren schmunzeln jedenfalls über den falschen Norbert. Und auch der Politiker selbst nimmt es so gut es geht mit Humor. Wahrscheinlich ist die Jessie, Hofers Hündin, so fesch, schmunzelt er im Gespräch mit krone.at. Von seinem angeblichen Tinder-Profil wurde Hofer übrigens ausgerechnet aus dem familiären Umfeld informiert. Norbert, seit wann bist du auf Tinder, habe man ihn gefragt. Gar nicht, betonte abschließend im krone.at-Gespräch. Auf Twitter, Facebook oder Instagram sei er schon aktiv, für Dating-Apps habe er aber nie Verwendung gefunden. Sogenannte Romance- oder Love-Scammer suchen auch auf Online-Dating-Plattformen oder in sozialen Netzwerken potenzielle Opfer. Haben Sie ein passendes Mitglied gefunden, fangen Sie wie jede andere harmlose Internetbekanntschaft mit einem Chat an. Die Maschen der Kriminellen sind vielfältig geworden, aber letztlich basieren sie auf einer Idee, das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. Zu den aktuellen Betrugsmethoden zählen vor allem Identitätsdiebstahl, Erpressung, Phishing oder das Erschleichen finanzieller Unterstützung.